Wie der Kerl immer sagt, Mahlzeit, Freunde. Willkommen bei Harley Davidson Video auf unserem Moin Perfekt. Mahlzeit, Freunde. Willkommen bei Harley Davidson Bielefeld auf dem YouTube-Kanal. Kelle und ich dachten mal, wir präsentieren euch nochmal drei Gebrauchte. Ich glaube, eine kennt ihr schon, das ist die Street Bob einmal. Dann haben wir noch eine Heritage und eine Sportster, den Alltime-Klassiker. Warum heute mal Gebrauchte? Ja, damit man einfach mal sieht, was auf so einem gebrauchten Markt noch unterwegs ist. Tendenziell alles. Street Bob, eigentlich so ein paar Standardumbauten, ne, die man mittlerweile auch kennt. Fliplenker von Thunderbike müsste das sein, Züge nicht verlängert, vorverlegte Fußrasten. Normal ist ja Mittelcontrol bei einer Street Bob. Dann ein anderes Rastensortiment drauf gemacht. Ein Solositz, Sissy Bar haben wir drauf. Kennzeichenhalterung oben finde ich persönlich ganz geil. Ich bin kein Fan eigentlich von diesen seitlichen Kennzeichen. Das macht das ganze Moped immer so. Ist eine schönere Linie, wenn es so mittig hängt. Ja, ne? Genau. Weil sobald du ein seitliches Kennzeichen hast, ist dann immer irgendwie so ein Linienbruch. Aber bei manchen geht es halt nicht anders. Wenn du wechselst auf ein 260er Heck oder so, dann ist es halt anders leider nicht machbar in Deutschland. Ich finde, bei Breakout und Fatboy ist das was anderes. Mit dem dicken Reifen, da macht das, finde ich, Sinn. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, geht ja auch nicht anders. Wo willst du das Kennzeichen hinmachen? Da oben sieht dann auch bescheiden aus. Genau. Ja, was haben wir hier? Oma, Umbau auf 160er Rad hinten noch. Genau, eine Jekyll and Hyde Slip-On-Variante mit den Original-Krümmern. Mapping hat das Ganze auch, glaube ich, ne? Genau, Don-Mapping ist drauf. Das gute Don-Mapping. Genau, ja, geht gut nach vorne. 114er Motor, normal 94 PS. Lass mich lügen, müsste jetzt so bei 106, 107 liegen, ungefähr. Geht auf jeden Fall gut nach vorne. Keramikversiegelung von Westside Detailing, von ist den geilen Boys. Ist ja tatsächlich auch das Bike von einem von denen. Ah ja, stimmt, das ist das ehemalige Bike von Alex. Dem süßen Grüße an dich auf jeden Fall, du kleine Zuckermaus. Wo liegen wir bei so einem Bike jetzt hier preislich und wie viele Kilometer hat das gelaufen? Die gute hat, glaube ich, knapp 9 runter. Ja, 8.515 hat sie runter. Bei der liegen wir jetzt bei 22.000. Und wie viel würde ich jetzt bezahlen, wenn ich einfach eine serienmäßige neue Street Bob kaufen würde? 18.000, so ein paar zerquetschte, 555 meine ich. Das heißt, eigentlich mit den ganzen Umbauten und so wenig gelaufen, lohnt sich eigentlich schon? Ja, definitiv. Wenn du alleine überlegst, dass die Slip-On-Variante von einer Jekyll mit Einbau liegt, ja, mittlerweile circa bei 3,6 ungefähr, dann bist du schon fast auf dem Kurs, was die jetzt kostet. Dann nochmal der Lenker mit der Eintragung, bist du bestimmt auch dann so roundabout 800, 900 los, wenn die Züge nicht geändert werden müssen. Vorverlegte bist du auch bei 1,1, 1,2. Ja, Sissy Bar, das läppt sich halt. Ne? Viele kommen dann auch immer zu Harley und sagen, oh, ist aber teuer. Aber ich meine, die Leute wissen ja, was Harley ist. Du gehst ja auch nicht zu Lambo rein oder zu Porsche oder und sagst, das ist aber teuer. Ne? Ja, so. Man weiß halt, was man kriegt und was man bezahlt. Das was würdest halt du so. Denn sagen, für wen ist das Motorrad hier dann interessant, so zielgruppenmäßig? Boah, tendenziell kannst du ja immer alles draufsetzen, aber meiner Meinung nach ist, wenn du jung, dynamisch, ein kleiner Jungspund bist, dann ist das eigentlich schon genau das Richtige. Ne? Harley macht schon Spaß, gerade auszufahren. Alle die, ja, es ist einfach so. Wenn du Kurven kratzen willst, brauchst du was anderes. Aber, vor allem, aber ich finde es ganz cool, mal halt in diesem weißen Look, ne? Ist mal was anderes, ne? Mich wundert auch tatsächlich, dass die noch nicht weg ist. Ich kann ja auch nicht sagen, warum. Wahrscheinlich liegt das am Vorbesitzer. Das ist einfach die okay, scheiß drauf. Alles klar, weitermachen. Ja, eine schöne alte Heritage aus 2,3. Genau, mit einem Twin-Coil-Motor, 96 Kubik-Inch. 75 PS müsste die haben, mit einer Pencil-Anlage. Wunderschönes Motorrad, einmaliger Sound. Ja, ist natürlich auch alles den Euro-Normen geschuldet. Ich glaube, ab Euro 6 können sich jetzt alle freuen, da bist du bei... darfst du erst ab 100 laut werden. Also das ist... ja, ganz komische Regelung irgendwie. Das ist alles, sorry, aber das ist alles irgendwie sehr bescheiden geworden in diesem tollen Land, in dem wir leben. Alles nur noch irgendwie... Ja, also bei dem Motorrad hier muss ich ja echt sagen, glaube ich, deswegen haben wir die auch rausgeholt, das ist halt eine super Basis. Ne? Ja. Du hast halt, es ist jetzt nicht mega viel umgebaut, du hast einen geilen Sitz, geile Auspuffanlage. Aber coole Basis für, finde ich, so ein bisschen Chicano-mäßig. Ja, eine Heritage ist meiner Meinung nach auch das zeitloseste Motorrad, was Harley so im Sortiment hat. Sieht immer irgendwie cool aus. Du kannst sie ziemlich schnell auf geniale Art und Weise umbauen, dass es irgendwie coolen Look ergibt. Hier ist zum Beispiel eine schöne Settlement drauf. Das Bike ist übrigens von unserem Azubi Jonas, steht zum Verkauf, liegt jetzt bei 10.800 Euro. Man muss aber dazu sagen, das gute Stück hat schon 148.000 Kilometer auf der Uhr. Aber die Kiste wurde bei 135.000 Kilometer einmal komplett neu überholt. Ne? Neue Kolben, neue Zylinder.
man darf sich nicht immer täuschen lassen von der Kilometerzahl. Ja. Ne, ein Motor, der halt irgendwie, sage ich mal, komplett überholt wurde, ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Motor, der vielleicht 60.000 gelaufen hat. Nein. Der immer nur Vollgas bekommen hat und wo nichts gemacht wurde und alle sechs Jahre mal einen Ölwechsel. Das ist das. Ich sage aber immer, das ist, wenn du irgendwie, ja, du musst einfach, ja, fahren. Ich war sorry, komplett raus gerade. Nebenbei die Pencil-Anlage, die hast du noch, die mechanische Verstellung hier an der Seite. Wunderschöner Sound. Ja, macht was her. Ich glaube, am Ende des Videos werden wir auch noch mal alle drei Karren anmachen und mal einen Soundvergleich machen. Dann können die Leute mal in die Kommentare schreiben, welcher Motor vom Charakter am schönsten klingt. Ja, da spalten sich ja auch wahrscheinlich wieder komplett die Meinungen. Aber das ist ja das Schöne daran. Meiner Meinung nach Twincam 110er Motor, es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres als ein 110er Motor Twincam. Das ist eigentlich, hast ja, ich glaube, letztens die CVO noch präsentiert, ja, genau, glaube ich. Ja, genau, auf Instagram, ja. Die Breakout CVO, Wahnsinn. Ja, ja, 110er Twincam ist schon wirklich geil. Übel. Ja, und natürlich halt die alten Evo-Modelle, Vergaser. Wie? Haben wir auch alle. Okay. Wenn wir jetzt schon bei älteren Motorengenerationen sind, glaube ich, kommen wir hier schon direkt zu Nummer 3, oder? Richtig, das ist die, ich glaube, einer mit der meistverkauftesten Harleys überhaupt. Also die ganze Reihe Sportster, Iron 1200, 48, ja, ging immer, geht wie geschnitten Brot. Kriegst du fast alle Körpergrößen drauf. Ja, es sei denn, du bist so ein langer Spaten wie ich, dann ist das was anderes. Da musst du immer komplette Applikationen machen und mit einer 4 Zoll. Ich kann euch das ja einmal zeigen, wie scheiße das aussieht, wenn da 2 Meter Stelzen drauf sitzen. Oh, Entschuldigung. Ja, ich hab den in der Tasche, warte. Keller hat den in der Tasche. Hier, hast du alle Schlüssel? Korrekt, alle. Ich hänge den mal dran einmal. Also ich finde, es sieht halt auf jeden Fall absolut witzig aus, wenn du da drauf sitzt. Ja, das fühlt sich so scheiße an. Der überfährt mich. Es ist halt wie ein Fahrrad. Ja, nicht mal wie ein Fahrrad. Also es ist schon, also es geht einfach gar nicht, ne? Meine Beinlänge. Du wirst gerade attackiert. Ah! Die ist bei dir im Ohr. Meine Empfehlung wäre rennen. Mann. Da macht das aggressiv wie die Nerven, diese Scheißviecher. An dem Tag, ohne irgendeinen besonderen Grund, beschloss ich ein bisschen zu laufen. Junge, die ist immer noch da. Mahlzeit, Freunde. Willkommen bei Harley Davidson Bielefeld. Boah, Junge, pack die Pocke da wieder ein. Ja, immer frei Schnauze raus, Kinder. Ist immer ehrlich sein. Wo waren werdet wir denn stehen geblieben? Werdet ihr aber auch merken, wenn ihr hier mal irgendwann mal hinkommt. Also wir waren stehen geblieben bei der, boah, 48. Ja. Was haben wir da denn für Motor drin? Evolution Motor haben wir da drin. Ihr könnt ja mal einmal hören. Auf Kamera kommt das halt immer nicht so rüber. Also der Leerlauf ist sehr geil, finde ich. Ganz kurz, du siehst das ja. Das ist das, was die meisten Leute einfach abholt. Ne? Du siehst ja, wie es wackelt. Rüttelt halt einfach noch ein bisschen mehr. Ja, ne? Also wir kennen ja alle die neuen Modelle, den Revolution Max Motor, den 1250er oder 975er. Hat seine Vorteile, ja, im Fahren, sag ich mal. Ist cool und du bist technisch auf dem neuesten Stand, aber fahr mal eine 975er, eine Nightster und danach fahr die. Dann brauchst du den Leuten eigentlich nur ins Gesicht gucken und dann, ja, weißt du, wo du mehr Emotionen hast. Das ist einfach so. Da merkst du ja gar keine Vibration mehr bei den Normen. Nein, aber die ganzen bescheidenen Euronormen machen halt leider echt viel kaputt. Da, wirklich, du darfst ja echt bald gar nichts mehr. Das ist einfach wirklich. Für alles brauchst du eine ABE, eine Genehmigung. Aber naja, ist so. Wollen wir uns mal nicht aufregen. Ich glaube, so ein Motorrad hier ist halt ein richtig geiles Einsteigerbike. Wenn du jetzt mega, ein, ja, Budget hast, was, sag ich mal, ein bisschen schmaler ist, du willst, ja, aber trotzdem cool was umbauen, ja, vielleicht auch mal selber halb und ein bisschen elf, schrauben, ne, oder so. Ne, ich glaube, ja, dann ist so ein Motorrad hier richtig geil. Definitiv, ja. Das ist schon... Wo sind wir bei so einem Bike hier preislich? Jetzt gebraucht oder neu? Ja, die jetzt hier als Beispiel. 15,59. 15, ja. Finde ich, ist eigentlich mit den Umbauten... Voll. Ach so, hier, das ist unsere Partnerfahrschule, Knollmann. Das ist der Tobi. Ein Glück hat der Tobi, kein, Mensch. Ein Glück hat der kein Mikrofon. Habe die Ehre, grüß dich. Grüß dich, ne? Ja, der hat kein Mikrofon. Das hat er. Ist das sein Casting? Das ist sein Casting-Auto. Casting. Was für Dienste ist und bietet ihr denn an? Das ist ja bei dir mal nicht ganz so ersichtlich.
Ja, hauptsächlich hänge ich mit Leuten rum, die so hässlich sind, dass sie keine Freunde haben. Also mit Kelle meistens. Wir können. Wir haben eine coole Aktion am Laufen. Wenn ihr bei Harley-Davidson Bielefeld ein Neufahrzeug kauft und bei uns den Führerschein machen wollt, dann spart ihr 1000 Euro auf euren Führerschein. Ziemlich coole Sache. Kommt vorbei, schaut euch die Fahrzeuge an. Ziemlich coole Neufahrzeuge da. Nee, ist eine coole Sache. Die haben halt sehr geile Sachen. Du kannst solche Crashkursmäßig was machen, Führerschein in 10 Tagen und so. Ja, ja, Knollmann bietet ja echt alles an. Also ich wirklich, da kannst du jede Art von Führerschein machen. Und Führerschein auf einer Harley mit Jekyll und Hyde. Das ist richtig. Das musst du erstmal machen. Tatsächlich jeder Vorführer. Tobi, wie war das? Ne? Mit den Vorführern von uns kannst du auch. Genau, mit den Vorführern von uns. Genau, können wir auch die Vorführer mitnehmen. Also, falls ihr Lust auf einen Führerschein habt, ruft gerne bei Knollmann an und ja, fragt da einfach mal nach. Gib doch mal noch mal so ein kleines Resümee, was du dazu denkst, welches Bike du am geilsten findest und warum. Also, wenn ich jetzt hier tatsächlich eine kaufen oder zwischen den drei entscheiden müsste, glaube ich, würde ich fast ehrlich gesagt die Heritage nehmen, weil da hast du einfach, weiß nicht, das, ja, das ist noch das klassische Motorradfahren. Keine schöne Elektronik in den Mopeds. Ja, das ist eigentlich, brauchst du maximal nur ABS, den Rest ist alles. Also ich bin da bei dir, ich finde die auch richtig geil. Ja, ich finde die super. Der Sound ist, kann man einmal. Können wir mal, warte, lass mich erstmal nach hinten gehen hier. Klappe ist uff, ich mach's mal zu, damit er den Unterschied hört. Oh, mach's gut. Schön am Quietschen. Das ist jetzt Klappe zu. Finde ich schon sehr geil, muss ich sagen. Sehr sexuell. Finde ich sehr gut, ja. Gerade das Fahren, die Vibration, der Gestank, der Sound, die Rarität, die Sitzposition übrigens mit der also Saddleman ist echt. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass geil. Das da so gut zu passt, aber passt doch schon sehr gut. Ja, fährt mittlerweile auch echt jeder so ein Saddleman. Ich bin ja auch Freund von Enjoy. Gesundheitstipps. Macht auf gar keinen Fall den Führerschein bei Knollmann. Warum? Jetzt mehr erfahren. Und wenn ich nochmal. Ja, der Kennzeichenträger ist ein bisschen Kennzeichenträger, ungünstig angebracht. Wir hatten den angebracht eigentlich. Wahrscheinlich Alex. Das kann nur Alex gewesen sein. Deswegen Umbauten am besten bei Harley Bielefeld machen lassen. Ja, das war Alex. Wenn ich noch jung und dynamisch wäre, so Mitte 20, glaube ich, dann würde ich tatsächlich auch sowas nehmen. Mega geil, können wir auch noch mal einen Soundcheck machen einmal für euch. Leicht für eine Harley, unglaublich viel Bums dahinter. Und du musst auch echt nicht viel Geld in der Hand nehmen, dass sie irgendwie für einen schick aussieht. Ist natürlich immer alles Geschmackssache, aber ja, ist also. Und auch da finde ich, ist der Sound mit Jekyll halt trotzdem geil. Ja, definitiv. Das ist auch immer so eine Sache, ob Castec, Jekyll and Hyde und weiß nicht. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal im Video gesagt, ich wiederhole mich, aber ich habe die jetzt alle schon zigtausend Male gehört. Für mich hört sich das alles so minimalistisch unterschiedlich an. Meiner Meinung nach verbaut Jekyll and Hyde deutlich die schöneren Mechaniken. Die Klappe sitzt mittig, nicht hinten, dann ist sie immer so voll gegammelt. Das siehst du natürlich halt immer als erstes. Ja. Und ja, du hörst die Mechanik auch nicht. Das ist, aber ich denke mal, das ist auch kein Hate oder so gegen Castec. Das soll auch jeder machen, bitte, wie er möchte. Das ist Geschmackssache einfach. Alter, leck mich am Arsch, ey. Denn das für ein Trümmer, wenn du so tief bist, dass du nicht normal runterkommst, Alter. Boah, da soll man einen schönen Garstoß geben. Junge, geil, 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 geil. Mach mal Brumm, Brumm. Hat er gut umgesetzt. Ja, Brumm, Brumm kam perfekt. Ja. Brumm, Brumm. Jetzt machst du mal gleich Brumm, Brumm. Ja, jetzt mach ich mal einen Brumm, Brumm. Übertönen wir das Ganze mal. Der ist schon sehr sexuell, ey. Ich sag dir ganz ehrlich, das hört sich viel geiler an. Als das Auto? Nein, ja, das sowieso. Oder was meinst du jetzt? Oder meinst du Twin Cam? Beim Einparken immer bis zum Rev-Limiter. Ja, allgemein, ja. Ja, ja, da bin ich bei dir. Ja, es ist aber auch den Euro-Normen geschuldet, ja, natürlich nur. Und alles, ne? Das ist ja, halt das einfach so. Also zu laut muss ich mittlerweile, geht mir auch hart auf den Sack. Ich finde, es geht mehr ums Klangbild. Ja.
Ja. Deswegen beim Milwaukee 8 halt die Nockenwelle auch so geil. Das ist auch das Schöne an der Klappenanlage einfach, dass du einfach die Wahl hast, jetzt will ich mal ein bisschen laut fahren, jetzt will ich mal ein bisschen leiser fahren. Ich meine, jeder kennt die Spasten, die den ganzen Tag durch die Stadt fahren und zeigen müssen, wie groß ihr Schniepi oder was auch immer ist, wie breit der Schlitz gewachsen ist. Das vor ist, allem halt nachts, ne? Ja. Gebiet nachts ist halt schon immer ein bisschen kritisch. Ja, kommt auch einfach mal gerne vorbei, sprecht uns an, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr immer fragen. Eine Sache, jetzt weil wir gerade random nochmal, kommen wir gerade mal mit, können wir den Leuten auch mal zeigen. Wissen wahrscheinlich viele gar nicht, dass Harley, mittlerweile ist es eine Tochterfirma, so wie Seat Cupra ins Leben gerufen hat. Seat Cousin. Die Livewire, das ist noch die Harley Davidson Livewire, das ist, ja. E-Bike. E-Bike, genau. Also es ist pur emotionslos. Das Einzige, was das Geilste ist, einfach ist die Beschleunigung, die Traktion, die du leider einfach bei E-Mobilität hast. Du kannst ja selber nochmal programmieren, so auf 100%. Dann schaffst du, ich habe selber gemessen, schaffst du die ersten drei Male 2 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon geisteskrank. Das ist echt wie Achterbahnfahren. Macht unglaublich viel Spaß. Aber wenn du da, also angegeben ist mit 160 Kilometer, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal ausführlich gefahren, also wenn du echt am Hahn ziehst, auf der Landstraße, egal, bekommst du wirklich reale 60 Kilometer. Also, aber da musst du echt gut ballern. Ja. Aber es macht Spaß. Aber nur die Beschleunigung. Der Rest ist wie... Kann man die bei uns mal testen? Ja, selbstverständlich, jederzeit gerne. Also wer will, kommt vorbei, genau. Fahrt das Ding mal. Ja, ihr kriegt eine ordentliche Einweisung, man muss echt höllisch aufpassen, du hast keinen Sound mehr. Kennt das ja jeder selber, die Mopedfahrer unter uns, die eingefleischten, bis deine Ampel. Zeigst ein bisschen, wie schön du bist und wie cool. Vor allem auch keinerlei Kupplungshebel. Das ne? ist der Dennis. Vor allem kein Kupplungshebel, finde ich halt ganz komisch. Ja, das ist mega ungewohnt. Ja. Achso, für die Leute, die den kennen, den Süßen, das ist der Dennis Hesse. Der ist mittlerweile auch schon seit 25 Jahren bei uns im Unternehmen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der einen Motor schneller zerlegt als Dennis. Das ist Wahnsinn. Wenn der Junge Bock hat, so einen Motor wegzubuttern, weiß nicht, 2 Stunden ist er auseinander oder so. Also das ist wirklich... Ne? Sag den Leuten nochmal, was sie nochmal machen sollen hier mit dem Video und dem Kanal. Ja, abonnieren, Daumen nach oben und sowas alles. Ja, wie gesagt, bald OnlyFans-Account von Kelle. Endlich ein paar Fußfotos, ein bisschen Content mal. Ja, weißt du, wer der erste Abonnent bei dir wird von OnlyFans? Ja, wahrscheinlich. 100%. Der hat doch schon Bock. Nimmt das alles nicht zu ernst. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß ja, was für einen Schaden ich habe. Und jeder andere hat bis jetzt noch ein schönes Leben gehabt. Ich sitze hier bei uns vorm Shop und habe hinter mir 2 Motorräder stehen. Einmal eine serienmäßige Harley-Davidson Street Bob und einmal unsere HD Bielefeld Custom Street Bob, den Lavalampenumbau in Blau mit einer 2-in-1-Anlage und vielen Extras, Big Spoke-Felgen.